I knew Chloe would be all over this. So I better get moving. Damit sind wir in der dritten Episode von Life is Strange angekommen. Und ja, wir haben gerade das Häschen von Kate hier wahrscheinlich so zur Pflege. Are you a hungry bunny? Here, nosh on this. Kate ist ja, glaube ich, immer noch im Krankenhaus, ne? Wie sieht's mit unserer Pflanze aus? First I save Chloe, then Kate, and now you, Lisa. Not a bad record for a week. Ja. Mal die Lampe anmachen. Wie immer gucke ich mich erstmal ein bisschen um. Weil in diesem Spiel muss man ja sich genau alles angucken. How did Sherlock Holmes deduce anything without the internet? Glad the media doesn't waste a second exploiting Kate. Now she has another video of herself all over the web. And even I'm in this one. Oh, at least the news didn't mention my name. Yet. Neuigkeiten aus Acadia Bay online. Blackwell-Schülerin begeht Selbstmordversuch auf dem Campus. Acadia Bay, Oregon. Eine Schülerin der angesehenen Blackwell Academy war heute fast zum Dach des Wohnheims auf dem Campus in ihren Tod gesprungen. Mit einem Großteil der Schüler und Belegschaft als Augenzeugen. Quellen bestätigen, dass die Schülerin Kate Marsh, 18, von etwas geplagt wurde. Aber Informationen sind derzeit noch spärlich. Dutzende Handys nahmen den Vorfall auf, der damit endete, dass eine nicht identifizierte Schülerin Marsh beruhigte. Hier klicken für das Video und weitere Details. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed. Liste vermisster Personen Arcadia Bay. Wenn Sie Informationen zum Aufenthaltsort der folgenden vermissten Person haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Polizei von Arcadia Bay. Rachel Amber vermisst seit dem 22.04.2013. Elton Kesey vermisst seit dem 10.11.2001. Melissa Lee Grayson vermisst seit dem 22.03.97 und Winston Smith vermisst seit dem 8.06.84. Sunshine Ray, richtiger Name unbekannt, vermisst seit dem 14.12.1973. I sure hope these people treat her better when she comes back to school. If she does. Kate Beverly Marsh, Taylor Christensen, gute Besserung, du bist in unseren Herzen. Okay, das sind jetzt alles Besserungswünsche, die lese ich jetzt nicht vor. I really turned a molehill into a mountain. I feel bad for Mr. Jefferson about this. Support Mr. Jefferson? Okay, unterstützt Mr. Jefferson. Diese Seite wurde von Schülern entworfen, um Mr. Jefferson zu unterstützen, nachdem er ungerechtigterweise aus unbekannten Gründen als Repräsentant der Blackwell Academy für den nationalen Wettbewerb Helden des Tages in San Francisco abgezogen wurde. Wir stehen in keinerlei Verbindung zur Fakultät und sind nur Schüler, die ihre Wut Ausdruck verleihen möchten, dass einer der beliebtesten und angesehensten Professoren Blackwells so schlecht behandelt wird. Mr. Jefferson ist das Gesicht der Fotografie auf dem Campus und eine Inspiration für viele Schüler. Bitte klicke Gefällt mir, wenn du Mr. Jefferson unterstützt und möchtest, dass die Schule ihre Entscheidung zurücknimmt. Hinterlasse Kommentare unten. Vulgäre Ausdrücke werden gelöscht. Anonym, so eine verfickte Scheiße. Okay. Bringt Mr. Jefferson zurück. Jefferson Power, das liegt jetzt auch nicht alles vor. Ja, warum der jetzt suspendiert wurde, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, weil er hat ja halt nur gesagt, dass Either er in dem Moment... my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Ja, aber er hat ja eigentlich im Prinzip nur gesagt, dass... Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. Dass er halt nicht mit Kate gesprochen hat in dem Moment. Also er hat jetzt nicht irgendwie... Ich finde, er hat eigentlich in dem Moment nicht wirklich viel falsch gemacht. Glaube ich. Ich habe das Gespräch ja nicht von Anfang an mitgekriegt zwischen den beiden, aber... Ja. Ja. You know you're hurting when you don't give a shit about music. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen sie ja den Mr. Jefferson zurück.
It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof, and I will use my power to find out why. This has to end. Ja, ich finde jetzt nicht wirklich, dass Kate da glücklich aussieht, aber okay. Jeebus, I am so freaking tired. I sound like a moron. But crime does not delay. I need to stay on top of this investigation. Kate's okay, Max. Take a breath. Get your shit together. You have time. Ich glaube, wir haben uns fürs Erste erstmal alles angesehen. Halt hier was hier. Pretty hard to focus on my class schedule this week. I wonder why. Englisch fällt aus. Gehen wir. Okay, this is scary dark. Let there be... Das kennen wir auch schon. Hey, Max? Dana's really hurting over this. Was los? Hey, Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. Wir sind alle verantwortlich oder sie war deprimiert. Also ich würde nicht nur die Schuld auf Victoria schließen, weil es haben alle mitgemacht. I think we're all responsible for what happened. True. But you're the only one who went up to that roof with Kate. I was lucky. That's all. No, girl. That was not luck. You made a choice to save her. Like a superhero. Then maybe it's time to catch the bad guys. So what exactly are you saying, Max? I know Jefferson got reamed by the principal. Do you think they're involved? Hmm. Stellen wir uns dumm? Wir stellen uns mal dumm, oder? I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell. And I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Und kann ich jetzt nochmal zurückspulen? Hey, Dana. Better than Kate. Come on, don't blame yourself. There are other people involved. Like Victoria Chase. She definitely deserves a face punch for pimping that video. I didn't do enough to step up. Now it's time for serious payback. In other words, revenge. So what exactly are you saying, Max? I know Jefferson got reamed by the principal. Do you think they're involved? It's complicated. I don't want to drag you into this, okay? Not yet, anyway. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. I am wiped out, Max. We'll talk later. Warum konnte ich das jetzt zurückspulen? Hey, Dana. How are you doing? Better than Kate. I knew she was depressed, but... I had no idea how bad. Must be serious to throw yourself off the roof. S
So why do you think she was on the roof in the first place? Maybe Kate was so ashamed she got wasted on that video. I don't blame her, but it was pretty gross. Come on, you really believe that Kate Marsh wanted to get drunk at a Vortex Club party? So what exactly are you saying, Max? I know Jefferson got reamed by the principal. Do you think they're involved? It's complicated. I don't want to I'm getting scared now. But people- What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. I am wiped out, Max. We'll talk later. Ich mach noch mal eine Runde, weil ich noch eine Sache wissen will. Hey, Dana. Better than Kate. I knew she was... Must be serious. That's really all you know? Like, why would I know anything else? And Max, it's not cool to treat me as if I'm some suspect. I have a fucking headache now. So please, let me crash. Okay. Sollte ich jetzt nochmal mit ihr reden, dass sie die Erinnerung, damit sie das alles anders in Erinnerung hat? This is both sad and pathetic. Was ist das? Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hasst. Ich weiß, ich tue vor allen anderen so, als sei ich tough, aber war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid, Logan. Mhm. Yes, the Vortex Club does indeed suck. Hey, Dana. Better than I knew. Must be. Kate was serious. But it's not all about that video. So what exactly are you saying, Max? I know Jefferson got reamed by the principal. It's complicated. I'm getting scared. What? Victoria bounced out. Not me. Okay. Ich wollte jetzt nur nicht, dass sie unser Gespräch... Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Ich wollte jetzt nur, dass die unser Gespräch anders in Erinnerung hat. Okay. Das sind unsere Gedanken. So, dann, wir wollten jetzt zu Chloe, ne? So Chloe is waiting for me in front of the main hall. I feel so giddy, even after Kate almost jumped. Maybe it's the leftover adrenaline. But I feel kind of invincible now. Mal ganz kurz gucken. Nein. Da. Ja, Eichhörnchen und Glühwürmchen. Ich habe schon wieder irgendein Foto verpasst. Hey. Nein. Ich hab das Foto verpasst, weil ich mich da hingesetzt habe, bestimmt. Geh wieder weg. Komm wieder zurück, Eichhörnchen. Max. Ja, ja, wir kommen ja schon. Aber da war noch eine andere SMS. Mama. Danke, dass ich unsere Blackwell-Helding umschwärmen durfte. Ich vermisse den Klang deiner Stimme. Wir sind sehr stolz, also nutze es aus. Sag Bescheid, wenn du hier...
Also sag Bescheid, wenn du hier flüchten willst. Wir lieben dich, Maxine. Und eine von Warren. Jo, Max, ich muss dir nochmal was sagen, wie verdammt toll du heute mit Kate auf dem Dach warst. Ich erstelle dir im 3D-Drucker des Labors ein Superheldenkostüm, okay? Ich würde dich gern mit einem Abendessen und einem Trip zum Planet der Affen belohnen. Kein Druck, ehrlich. Danke, Warren, mein Umhang muss heute Nacht ruhen, besonders nachdem Jefferson mit mir aus seinem eigenen Wettbewerb geflogen ist. Ich rufe dich nachher an. Okay? Herr Kacker, das mit dem Eichhörnchen haben wir jetzt verpasst. Ach, naja. Es ist das allererste Mal, dass ich dieses Spiel spiele. Ich werde sicherlich viele Fotos verpassen. Principal Wells, are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. Das Eichhörnchen ist wieder da. Ich habe gerade gar nicht dran gedacht. Ich kann ja zurückspulen. Oh, the most magical insects. Burn bright. Warum gehst du weg? Warte. Kann ich einmal stehen bleiben? Nee. These keys are all broken. Or maybe it's me. Ich sehe aber auch schleicht. Max the Ninja strikes again. Alter. Get it? Ich hab mich jetzt wirklich erschreckt, ey. Yeah. Like a scary punk ghost. More like a scary punk asshole. Hey, Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. Then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. You obviously said the right thing, and your badass power is gonna save us all. We just need to connect the plays. And find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space? No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Mr. Jefferson in trouble. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? We need to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody, even with people I hated. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Lebendig, wohl auf oder tot? Was denken wir? Alive? I have to think that, Chloe. Her spirit is so powerful here. Maybe too much power. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. I just
don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? The contest will go on. I just won't be representing Blackwell at the event this year, thanks to Max, who claims I enabled Kate Marsh's trouble by merely listening to her. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria. I won't be going to San Francisco, remember? You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Ha ha! Are you fucking kidding me? It's so stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Chloe the Keymaster. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They can't charge us for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on, one more door and our work here is done. Ist hier irgendwas? Nee, ne? That's it! What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why, yes, I could. Dead end. Nothing here. Boring. Crap. Oh, Schlüsselbrett. Here are the keys. None for the principal's office. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank.
But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey, Warren, you busy? Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No, stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. I'm sorry, I'm just not sure about a movie night right now. Don't hate me, and thanks for the help. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Yeah. Was brauchen wir denn? Achtung, du musst folgende 4 Objekte finden. Zucker, eine Dose Limo, Klebeband, Natriumchlorat. Okay, Zucker, Limo, Klebeband, Natriumchlorat. So machst du's. Ein Bruder zur Herstellung von Chlordioxid. Ja, hallo? Ah, okay, so komme ich wieder hoch. Wir machen den Zucker in die Dose. Das Natrium auf das Klebeband und wickeln die Dose damit. Und dann zünden wir das an, oder wie? Okay, erstmal Zucker, Limo, Klebeband, Natrium. There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Sehr geehrte Mrs. Michelle Grant, als Sicherheitschef der Blackwell Academy ist es mein Job und meine Pflicht sicherzustellen, dass alle Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler getroffen wurden. Mir ist bewusst, dass ich niemandes Liebling unter den Schülern oder Lehrern bin, aber ich weiß, dass ihre Sicherheit an erster Stelle steht. Zahlen, seit ich zum Sicherheitschef ernannt wurde, sprechen für sich, genau wie der 15,4%ige Rückgang der Campuskriminalität. Ich respektiere ihre Stellung als Wissenschaftlerin, aber sie haben unfairerweise meine Pläne für ein Überwachungssystem mit einer feigen Petition dämonisiert. Ich hoffe, sie werden diese Petition überarbeiten und die menschlichen Kosten bedenken, wenn die Blackwell Academy nicht mit der neuesten Sicherheitstechnik ausgestattet ist. Hätte sie irgendwas übersehen? Nein, ne? Ich will nur nochmal hier gucken, dass wir hier irgendwas von den Sachen haben, die wir brauchen. Nee. Okay, dann gehen wir mal Limo, Klebeband, Zucker und dieses Natriumgedöns suchen. In einer Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. So, der Automat. Hier kriegen wir doch die Dose her. Release the Kraken. So. It's all mine anyway. Wir haben die Limo. Only 3 more items to go. Time ago, in a girl's room right here. Nicht rein. First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Hier bin ich hergekommen. Ich nicht rein. Irgendwie weiter nehmen. Komm ich auch nicht rein. Bin jetzt alles abgelaufen, oder?
ich nicht rein. This is like a scene in a horror film. Yup. Das ist auch gerade so gar nichts für mich. Das ist unser Klassenzimmer. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Daniel's a better illustrator than photographer, said Max, the art critic. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? I say one stupid thing and Mr. Jefferson gets screwed. Nice going, Max. Lieber Mark, ich wollte Ihnen bloß eine informelle Nachricht zukommen lassen, damit Sie wissen, dass Blackwell die Geschehnisse dieser Woche untersuchen wird. Sie werden dazu per Post ein offizielles Schreiben erhalten, aber Sie verdienen eine Warnung. Ich respektiere Ihre Arbeit und Ihren Status hier und ich hoffe, Sie denken in dieser schwierigen Zeit nicht gering von mir. Ich hoffe, das wird sich zu Ihren Gunsten auflösen. Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Klebeband. The tape is mine. You're halfway home, Max. Okay. Warren hat nur gefragt, ob wir uns schon gesprengt haben. Okay. Ich hätte hier gern wie bei Red Dead Redemption so einen Atemblick, dass alle Objekte, die wir eventuell nehmen könnten, aufleuchten würden, wenn ich irgendeine Taste drücke. Das würde das Ganze hier vereinfachen. Das ist die Frage, wo kriegen wir denn Zucker her? Sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Natriumchlorat, Synthese. Verwendung. Natriumchlorat ist eine anorganische Verbindung, die üblicherweise als Unkrautvernichter eingesetzt wird. Toxisch für Menschen. Toxisch für Menschen. Oh Gott, ich kann wieder nicht sprechen. Okay, kriegen wir jetzt irgendwie hierher? Irgendwo das Zeug. A B minus? Warren has shattered my faith. Of course, I'm barely passing science. Das Zucker? Was? Note ändern? You deserve way more than this for taking on Nathan, but every little grade counts. Haben die Noten gezinkt? Lassen das mal so. Ooh, sugar. Nur noch den Unkrautvernichter. One more ingredient left. Den Unkrautvernichter werden wir hier wahrscheinlich nicht finden. Ass biology. Ugh, gross. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Good evening, Fish Fish. Thanks, Fish. Nice work. Please resume your slumber. What?
You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chlorate. Here's the sodium chlorate box. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Yeah. Gotcha. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. So glad you still have your locker, Kate. Warum soll jetzt noch sein, oder? Ja. Falsche Richtung. Auch falsch. Okay. Ey, man verliert hier so schnell den Überblick. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! If you'll light the candle. This is so cool! I mean, it's get ready to haul ass. That was so fucking cool! Das war auch gar nicht laut. Oh, we are toast! Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what should we do? Only a total phony would wear a crappy hat like that. Hmm. Joa, was machen wir denn jetzt? Ich kann nicht mit Chloe sprechen. Ich kann immer wieder die Ohrbombe hochjagen. Können wir irgendwo den Alarm ausschalten? Here are the keys. None for the principal's office. Ja. Ich konnte mir doch gerade die Kiste angucken. Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... Wie man sein inneres Krafttier füttert. Von Dr. B. Brackamonte. Wir haben ein Problem. So laut. Machen wir jetzt? Aber wir können ja nichts anderes machen. Wir können ja nur... nichts machen. Also der Alarm, dass ich den irgendwie ausschalten kann, geht ja nicht. Wieder falsch gelaufen. Ich habe keinen Plan, was wir jetzt machen sollen. Take it easy on the door, Chloe.
Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! Was? Jetzt bin ich gut. If I can get this bastard open, she can't cheat with her rewind. Oh, this is bullshit. Fuck you, door. Okay, ich verstehe. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. So weit habe ich natürlich nicht gedacht. I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel or Kate or Nathan. Anybody. I'm on the case. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Okay, Schülerinformation Kate Beverly Marsh. Durchschnitt 3,9. Kate ist eine der besten Schülerinnen der Blackwell Academy. Ihr Durchschnitt ist durchweg hervorragend, ihre Einstellung optimistisch und ihr Arbeitsstil ruhig. Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern Programm wurde von Keybase 7 News gewürdigt und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war eine willkommene Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen und Schülern geleiteten Programmen Blackwells. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Geschichte der Schule. Director Wells, als Krankenschwester der Academy sollte ich Sie informieren, dass Kate Marsh anscheinend vor kurzem ein emotionales oder physisches Trauma erlitten hat. Ich sprach kurz mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich, weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie im Auge behalten und sicherstellen, dass sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße, Anne-Marie Baranchi. Aktualisierung. Derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate Marsh auf einer Party des Vortex Clubs zeigt, ohne ihr Wissen oder Einverständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während dieser Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein. Sie ihr angehängte Dokumente für Details. Also die wussten schon. Die wussten schon, was los war. I certainly can't use this. Wieder suchen. I certainly can't use this. Wowzer, this will so not come in handy. I'd drink too if I was the principal of Blackwell. Oh. And nothing here. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Okay. Rachel Dawn Amber, Durchschnitt 4,0, Aktualisierung. Unglücklicherweise ist Rachel Amber im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder ihrer Lehrerschaft aufgenommen. Ihre Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Blackwell hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre vorzügliche akademische Leistung fortsetzen kann.
Zusammenfassung. Rachel Amber ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwells. Sie ist in all ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die für Blackwell typische Qualifizierung für Stipendien und Führungspositionen. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keinen Zweifel, dass sie all ihre Träume mit Blackwell als Angelpunkt verwirklichen wird. Direktor Wells. Dies ist Lieutenant Chris Rossi. Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlungen im Fall Rachel Amber von unserer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis, aber wieder einmal bewahrt Acadia Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren weiterhin offen, aber mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für all Ihre Hilfe, Lieutenant Chris Rossi, Polizei von Acadia Bay. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Chloe Elizabeth Price. Chloe Price ist eine Problemschülerin Blackwells, trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, sie akademisch zu leiten. Chloe erledigt selten Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern. Sie verursachte zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangemessenen Kommentaren und vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Verunstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie dieses auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegenden Einrichtung. Aktualisierung. Chloe Price ist nicht länger eine Schülerin Blackwells. Siehe Polizeibericht im Anhang. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to... Weird. This asshole has a spotless record. Warum wohl? Nathan Joshua Prescott, Durchschnitt 3,7. Nathan Prescott setzt mit hervorragenden akademischen Leistungen in einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der Obdachlosenstiftung von Acadia Bay eingeschlossen, das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Academy fort. Nathan ist bei Schülern wie bei Lehrern beliebt. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwells. Für die Aussage wurde der doch geschmiert, ey. Like I'm not gonna read my own personal file. Oh, unsere Akte. Maxine Clawfield, Zusammenfassung. Max, wie sie es vorzieht, genannt zu werden, ist eine ruhige, aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für die Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat anerkannt, dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz, obwohl einige Beschwerden sie als zu nervös und neugierig beschreiben. Einige Fakultätsmitglieder würden gern mehr Beteiligung und Selbstbewusstsein von Max sehen, andere weniger. Aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schüler und nicht spezifisch. Aktualisierung. Trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal Blackwells demonstrierte Max das Allerbeste der Blackwell Academy, indem sie Mitschülerin Kate Marsh vom Sprung in ihrem Tod vom Dach des Wohnheims abhielt. Derzeit finden eine polizeiliche sowie schulinterne Untersuchung statt, aber Max' Heldentum ist unbestritten. Yay. This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. Victoria Marybeth Chase. Zusammenfassung. Victoria Chase ist eine strahlende Repräsentantin der Blackwell Academy mit durchgehend hervorragenden Noten und außerschulischen Aktivitäten, die ihren Karrierewunsch als Fotografin widerspiegeln. Die Fakultät lobt ebenfalls Victorias Engagement für den Vortex Club sowie für andere Organisationen, die dem Geist und der Gesundheit Blackwells gewidmet sind. Bleh. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Warren Graham. Warren wird als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert die exzellente wissenschaftliche Tradition Blackwells. Er besitzt ein Redetalent bzw. ein loses Mundwerk, je nach Lehrer. Manche beschuldigten ihn, wissenschaftliche Streiche zu spielen, aber dies konnte von seiner Wissenschaftslehrerin Miss Grant nicht bestätigt werden. Wir hoffen, Warren konzentriert sich auf seine akademische Vision und steuert weiter auf eine strahlende Zukunft zu. Gott, das ist aber viel zu lesen, ey. Ich glaube, wir haben es aber. I think we found everything in here. I should go join Chloe now. Gut. Looks like an oil painting spill. Awful. Ich denke... You're not so tacky up close. That
That is so cool that my signature actually counted. Go, Miss Grant. Liebe Miss Grant, als Direktor Blackwells ist es meine freudige und glückliche Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Ihre Petition, die Installation eines neuen Überwachungssystems zu verhindern, genug Unterschriften erhalten hat, sodass die Schule den Plan ablehnt. Unsere Richtlinien untersagen, dass ich in dieser Angelegenheit Partei ergreife, da wir Lehrkörper und Schülerschaft dazu anhalten, an der Leitung der Schule teilzuhaben. Allerdings habe ich die kontroverse Natur dieser Kameras erkannt und teile Ihre Besorgnis bezüglich des möglichen Eindringens in die Privatsphäre. Danke für Ihr Engagement und dafür, dass Sie die Schüler Blackwells inspirieren, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Ich hoffe, das Resultat Ihrer Petition vermittelt Ihnen das Gefühl, Einfluss zu haben. Herzlich, Direktor Wells. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das richtig war. Aber wir werden es sehen. Hier liegt auch noch was. I guess being a bully is in the Prescott DNA. Direktor Wells, uns wurde zugetragen, dass das Familienmitglied der Prescotts grundlos von der Wand der Bücherei entfernt. Was? Dass das Familiensiegel der Prescotts grundlos von der Wand der Bücherei entfernt wurde. Dieses lokale und historische Siegel ist ein notwendiger Teil der Spendenvereinbarung für die Bücherei. Sollte es nicht wieder angebracht werden, sehen wir uns gezwungen, diese Spende sowie andere zurückzuziehen. Ich verstehe, dass das tragische Ereignis bezüglich des Marsch Ihnen zu denken gibt. Aber ich schlage vor, dass eine Absage der Party am Donnerstag der Anpackmentalität der Blackmail Academy widerspricht. Ich erwarte, dass Sie dies überdenken und zu dem gleichen offensichtlichen Schluss kommen. Danke, Sean Prescott. Wow. Was für Arschlöcher, ey. Okay, ich glaube, wir haben alles. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus. And my step-troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped Major Bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? The Prescotts always get their money's worth. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after you almost, you know. Shot him. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Ich weiß gerade nicht, wie wir es richtig machen. Ich weiß nicht, was danach kommt. Werden wir dann noch geschnappt? Werden wir nicht geschnappt? I have no idea. Es ist eh Bestechungsgeld, also im Prinzip könnten wir es auch klauen, aber es ist falsch. Es ist sowas von falsch. Die Frage ist, begegnen wir noch jemanden? Ach, wir lassen es liegen. Komm, komm, wir lassen es liegen. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse-choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess.
Let's get the hell out of this office, Morg. I know that money would have helped Chloe and me. Ah. Ist sie im Ecken? You're not so tacky up close. Nein, wir lassen das. Wir klauen das Geld aus der Behindertenkasse. Gehen. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you.